Ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Part hier in Splatoon Story Mode. Uns fehlen noch 3 Elektrowälze, dann geht's auch mal wieder zu einem weiteren Bossfight. Ich habe jetzt noch keine Level geöffnet. Ich hoffe mal hier, dass es direkt weitergeht. Das letzte war, glaube ich, Nummer 6. Das ist hier Nummer 7. Streichbürstenstreiche. Let's go! Okay, das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ich glaube, das könnte ich auch schon recht böse werden hier schon. So. Ich habe es zwar nur im letzten Part am Rand erwähnt, aber habe es dann doch sein lassen, darüber zu sprechen. Und werde das jetzt hier in diesem Part mal... Ne? Damit man ein bisschen off-topic-Kram... Na gut, so viel off-topic-Kram ist das jetzt eigentlich auch nicht, weil es ja trotzdem um Splatoon geht, so. Aber es gibt doch ein, zwei Sachen, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Da geht nämlich direkt auch schon die Frage auch schon raus, und zwar, ob ihr wusstet, dass sowohl im Story Mode, also das war noch vor Splatoon 1 Release, das war, wo die ganzen Trailer gezeigt wurden. Und zwar, ob ihr wusstet, dass sowohl im Story Mode als auch im Multiplayer Sachen geändert wurden oder sogar komplett rausgestrichen worden sind. Und zwar, im Story Mode war es noch zumindest noch so, dass man anstatt 3 sogar 5 Versuche hatte. Wobei heutzutage, oder jetzt gerade nur spezifisch nur Splatoon 1, reichen eigentlich 3 Versuche, ne? Es gibt zwar hin und wieder mal Level, die schon sehr anspruchsvoll sind, aber generell der Singleplayer ist jetzt nicht wirklich so krass schwer, dass jetzt 5 Versuche so vonnöten sind. Klar, ab der Octo Expansion hat man das so gemacht, dass manche Missionen, Kurzlevel, wie auch immer, auch 5 Tries hatten. Je nachdem, wie krass der Schwierigkeitsgrad war. Ne? Aber damals, vor Splatoon 1 Release, wo man ein bisschen was vom Story Mode gezeigt hat, waren es anstatt 3, wo man sich dann geeinigt hat, dass es dann 3 waren, waren das sogar 5 gewesen. Das hat man dann doch spätestens dann beim Release geändert. Und was man nur für ein Frame im Trailer damals sehen konnte, war so irgendwas 8-Bit-mäßiges. Als wäre das irgend so ein Minigame, was man irgendwie spielen konnte oder sonst was. Das hat man irgendwie auch verworfen. So, also ist auch ganz komisch. Das wäre vielleicht auch irgendwas Cooles gewesen, aber das hat man dann halt leider auch verworfen. Schade, dass es auch kein Arcade-Game geworden ist. Was man ja hier hatte. Warte mal, bevor ich jetzt hier... Ja, gut, dass ich geguckt habe, ne? Nicht, dass ich ja weiter rede und rede oder so und dann gucke ich mich noch nicht mal richtig um. Das müsste die Schriftrolle sein. Das sieht doch schon so sass aus, genau. So, wunderschön. Ja, wie gesagt, 5 Tries waren es früher. Na, dann hat man sich auf die 3 geeinigt. Und dann gab es irgendwie noch eine kleine Passage. Da musste man doch irgend so ein... Was sind das für komische verzerrte Sounds? Ich hoffe, das ist in-game, der Soundtrack oder so. Weil das hört sich ganz komisch an. Oder soll das das sein? Das kann halt auch sein, ne? Ist dieser Verzerrungssound wieder weg? Also war das doch diese LED-Beleuchtung da. Ich dachte jetzt schon, hey, das war gerade ganz komisch gewesen. Ja, wie gesagt, also es gab schon ein paar kleine Sachen, was das angeht. Und, ja, wie gesagt,
5 Tries, dann später auf 3. Dann. Dann dieses 8-Bit-mäßige da hier. Ne? Also, das werde ich euch ja sowieso auch alles einblenden, weil das so im Ganzen habe ich das dann noch im Kopf so. Wie gesagt, es wurde ja in diesen Trailern ja gezeigt. Ja. Und. Ich glaube, das waren die einzigen zwei Sachen gewesen, was das Story-Mode betrifft, glaube ich, ne? Und im Multiplayer war es zumindest so, wie gesagt, das war alles noch vor Release gewesen, ungefähr so. Und zwar einmal so eine frühere Version vom Arowana Sender, was auch so ganz anders aussah. Ich hoffe, ich finde da Shots oder so, so ein, zwei Shots, die ich euch da zeigen kann. Eine ganz frühere Version vom Arowana Sender und... Ich glaube, es müsste Kofferfischlager gewesen sein, glaube ich. Kofferfischlager in einer ganz early Version, in einer ganz früheren Version, sah auch ganz anders aus. Das waren dann irgendwie so zwei, drei Plattformen in der Mitte, die sich so permanent bewegt haben. Es sah ganz anders aus. Ne, die zwei Maps, die hat man dann doch komplett umgeändert. So aus Interesse mäßig, ne, wäre es bestimmt auch... Auch so zu erfahren, hätte man die Maps so gelassen. Ne? Oh nein, 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 nein. Gehen wir kurz mal auf Defensive. Na gut, das war jetzt ein bisschen leichter zu killen. Oh, den habe ich doch fast killen können. Ach so, ach, ich bin ja komplett lost. Ich hab diesen Ballon gedönt, habe ich hier nicht gesehen. Übel dumm. Übel dumm. Habe ich nicht gesehen. Okay, gut. Schriftrolle haben wir jetzt zum Glück schon. So, und dann haben wir's. Wunderschön. Und noch 10 Fischeier obendrauf. Schriftrolle Nummer 7. Die beim Revierkampf verspritzte Tinte verschwindet nach dem Kampf ganz umweltverträglich von selbst. Einfach so? Einfach so? Nichts wegwischen oder so? Das geht einfach von selbst weg? Oh, okay. Aber hier kann man schon mal sehen, dass es hier schon verschiedene Farbkombinationen gab. Ganz normal aus Splatoon 1, dieses orange-blaue oben rechts. Dann haben wir das letzte in der zweiten Reihe rechts, so grün-lila oder so ein hell, naja gut, hellgrün ist es nicht, aber so grün-lila. Und ganz aktuell unten rechts gelb und ja, so ein dunkelblau, dunkel-lila, dunkelblau, lila so mäßig, so eher so ein dunkelblau. Ja, da gab es schon verschiedene Farbkombinationen, aber dieses in der dritten Reihe, das zweite, so was so mittig ist, die so dieses hellblau, nee, das so leicht türkis hellblau ist eine komische Kombination, weil es ja trotzdem irgendwie noch so Blautöne sind. Aber, na gut, egal. 7 haben wir bis jetzt ja noch. Ja, fehlen noch ein paar, ne? Fehlen noch ein paar. Kriegen wir schon hin. Dann geht's direkt auf zum nächsten Level. Habe ich jetzt noch nicht direkt, da war ich jetzt nicht vor der Aufnahme auf der Suche. Deswegen machen wir das jetzt hier schnell. Da oben war ich noch nicht. Ach ja, warte mal, bevor wir dann zum nächsten Level gehen. Warte mal, hier ist eins und da ist eins bestimmt, ne? Warte mal, das war jetzt Level 7. Okay, Level 7. Da musste ich jetzt nochmal ganz kurz gucken. Und bitte, dass es 8 ist. Ist es 8? Nee, das ist 9. Dann ist das hier 8. Dann müsste das hier Nummer 8 sein. Ah ja, gut. Aber dann machen wir jetzt einmal diesen hier.
Nehmen wir einmal diesen hier. Machen wir das so. Und dann nehmen wir noch die Spürbombe noch dazu. So, jetzt haben wir nämlich Instabombe und Spürbombe. Und dann, sobald wir die 500 dann haben, haben wir dann Stufe 2 der Heldenwaffe. Ah ja, genau, weil wir die beiden ja jetzt haben. Ja. Können wir jetzt halt wählen. Wunderschön, wunderbar, wunderschön, wunderbar. Ja gut, ich muss jetzt trotzdem kurz mal einen Cut setzen, weil das Game jetzt anscheinend leer ist. Mein Akku vom Gamepad ist so mittlerweile am Arsch, das ist so... Uff, obwohl ich das eigentlich letztens schon aufgeladen habe. Aber naja, es gibt einen kurzen Cut. So, Kabel ist befestigt am Gamepad. Dann können wir direkt auch weitermachen. Hier haben wir hier Nummer 8. Octoling Hinterhalt in der Tümmlerkuppel. Das erste Octoling Level auf dieser Map. Ja, ist jetzt nicht so meine Lieblingsmap. Ist ja auch später dann auch ins Splatoon 2 zurückgekehrt. Mich auch mal vergessen, wieder einzublenden. Gar kein Ding. Kann ja mal passieren, ne? Wir haben Gesellschaft, Octolinge. Die können sich auch verwandeln und in Tinte schwimmen. Ja, hier kurz ein Prozess. Gar kein Ding. Zwar hier schon im allerersten Teil zwar eine Bedrohung, aber die Octolinge haben im zweiten Teil dazugelernt, auch mal andere Waffen zu benutzen. Als nur den ganz normalen Kleckser. Aber dazu dann die Infos, sobald es dann mit dem Singleplayer von Splatoon 2 weitergeht, natürlich. Naja, aber ich finde es trotzdem ganz cool, ne? Es gibt zwar nur so ein paar von diesen Octoling-Levels so im Singleplayer, in Splatoon 3 sogar noch weniger als in den ersten zwei Teilen überhaupt. Ne, weil ich die doch etwas interessant finde. Auch dafür auch etwas nervig. Aber interessant. So, hier haben wir Schild. Ja, Tümmlerkuppel, ne? Wie gesagt, eine Map, die ja auch ins Splatoon 2 zurückgekommen ist. Und ja, da gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass diese im dritten Teil zurückkommt. Aber keine Ahnung, irgendwie ist... Nee, die Map ist ein bisschen komisch. Die Map ist ein bisschen komisch. Aber für so eine Singleplayer-mäßige... jetzt habe ich doch ein bisschen viel Damage abbekommen. Und dann mal schnell wieder zurück hier. Ich bin jetzt schon beim letzten Checkpoint. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen zu viel was geskippt. So. Genau, letzter Checkpoint und Checkpoint. Digga, Bruder, chill mal. Sind die Octolinge nur weiblich überhaupt? Ich habe mir da irgendwie wirklich nie auf die Frage gestellt, deswegen das war jetzt nur so, was ich jetzt gerade einfach mal so spontan gesagt habe. Wenn ich den ganzen Weg nochmal zurückgelaufen, kann das sein. Ja, hier haben wir ja die Spürbomben am Start. Gut, dass diese nicht mehr so wirklich zurückgekommen sind. Seit Splatoon 2 haben wir ja dafür... Seit Splatoon 2 haben wir ja dafür die Autobomben, die Robobomben. Da kann man währenddessen auch... Ah, okay, kann man sogar. Kann man sogar, gut. So, hier ist noch ein Octoling. Gut, dass ich hier noch eine Rüstung noch hier hab, ey. Dass ich mich hier noch einigermaßen viel hier noch schützen kann. Ach, dann halt so halt. Dann halt so. Dann halt so. Schriftrolle haben wir ja zum Glück. Ja. Und auf geht's. Schön. Wie gesagt, von den Octoling-Leveln gibt es nicht so viele am Stück.
Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, dass es Multiplayer-Maps sind. Das ist eine feine Sache. Das finde ich ganz cool. Naja, Schriftrolle Nummer 8. Sündenfallen und Vertreibung aus dem Paradies. Von Octo Angelo. Klingt das wie so eine Art Buchtitel oder so? Oder ich weiß ja nicht. Oder da. Ach nee, ich sehe es ja jetzt erst richtig. Das soll so ein. Ja, ist so eine Anspielung auf Adam Eva und so. Ja, gut. Ja. Ja. Ja, schnell wieder weg damit. Gut, die 500 haben wir ja jetzt. Dann rüsten wir mal unsere Heldenwaffe auf Stufe 2 auf. Und diese schießt jetzt deutlich schneller. Deutlich schneller. Später wird es nochmal richtig lustig, wenn wir diese dann auf maximale Stufe dann geupgradet haben. Es wird nochmal etwas lustiger. So. Ja, yeah, okay, dann machen wir das. So, so geht's ja. Nur so geht's anscheinend. Was war denn das jetzt, ey? So. Drüber springen. Und drüber springen. Gut, jetzt aber. Nummer 9. Unbekanntes Flugobjekt über Inkobolis. Ja, da sind wir wieder zurück, ne? Wie in Part 1. Zurück im Tutorial-Bereich. Ein Zinferno-Bomber. Lass dich nicht von einem Zinferno erwischen. Weich aus. Ist auch sehr lustig. Und dazu muss ich aber auch sagen, dass ich auch den Soundtrack auch ganz cool finde. Aber der kommt halt nur bei solchen... Nur bei solchen, hier ist einfach so ein, ja, der ist nur zur Deko, als ob man da irgendwie einfach so, ein bisschen sachte hier, okay? Ein bisschen sachte hier, ne? Chill mal, dein Schwengel. Ja, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Oh mein Gott. Ach ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. Die einfach in ihre eigene Tinte umcampen und warten, bis ich einfach in der Nähe bin. Das geht halt auf Dauer ein bisschen auf die Nerven hier. Alle paar Sekunden so ein Ding. Wo war der Typ? Egal. Na. Wir sehen ja hier einfach nochmal in diesem Tutorial-Level aus Part 1, dass daraus ein Level gemacht wurde. Ja, okay. Lustig wäre es oder so, wenn man daraus eine Map machen würde. Aber ich glaube, dann wäre das Ganze ein bisschen zu groß, oder? Also nicht jetzt groß, aber ein bisschen zu lang. Also ich glaube, sowas ist ja eh nur für ein Tutorial bestimmt nicht anders. Naja. Warte mal, ich habe die Schriftrolle bis jetzt noch nicht. Ja gut, hier war jetzt aber auch keine Kiste oder irgendwo gewesen, ne? Da war hier irgendwo eine Kiste oder so? Nee. Nee, ne? Nicht so, ne? Nicht so, ne? Okay. Dann gehen wir doch mal weiter. So, benutzen wir mal ganz normal mal die Spürbombe. Ja. Funk geht eigentlich so ähnlich wie die Robobombe aus Battle 2. Oder wenn man es ganz genau nimmt, auch ein gutes Beispiel wie eine Red Shell aus Mario Kart. So kann man das auch besser vergleichen, finde ich. Naja, wobei die Robobombe eigentlich auch genauso ähnlich wirkt. Nur dass es halt so einen Radius gibt, die die Robobombe ausfindig machen könnte. Hey, hier muss doch irgendwo noch ein Gegner sein. Okay, nicht direkt getroffen. Oh, ich will halt nichts verpassen, ne? Wir sind halt jetzt hier schon am Ende. Ich will jetzt ungern was verpassen. Deswegen... das wäre jetzt eher...
suboptimal. Aber ich gehe jetzt einfach mal hier hoch in der Hoffnung. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas ist, ne? Ich glaube, ich habe die Schriftrolle verpasst, oder? Oh, Bruder. Ich glaube, ich habe die Schriftrolle verpasst. Aber ich habe jetzt aber auch keine Kiste gesehen. Da ist auch keine Kiste erschienen oder so, wo ich die ganzen Octos gekillt habe. Da kam jetzt nichts. Keine Ahnung. Ich hätte gedacht, das wäre in dem Bereich, wo dieses abgestürzte UFO quasi jetzt hier ist, wo wir gerade eben waren. So, aber irgendwie. Ja, keine Ahnung. Vielleicht nach diesem. Naja, kann man das als Minibus bezeichnen? Ich weiß es nicht. Wir sind auch so ein UFO auf jeden Fall. Oh, Bruder, chill mal. Chill mal deine Base. Ja, wir nehmen mal die Insta-Bomben. Da geht das Ganze ein bisschen schneller. Wenn der nächste sehr mit seinen Raketen hier spammen würde, mit seinen Tinfernos hier. Ach, das kann sich alles wieder regenerieren? Er kann sich direkt wieder regenerieren? Was ist denn das für einer? Okay. Jetzt ging es doch irgendwie schnell. Ja, moin. Elektrowelt. Ne, hier ist keine Karte. Oh, verdammt, ey. Ich darf das jetzt nochmal machen. Da habe ich ja mega krass Bock drauf. Oh, nee. Aber ich habe jetzt auch keine Vermutung, wo die jetzt sein könnte, ne? Ich hätte jetzt keine Vermutung. Ich schneid's einfach nochmal rein, wenn ich die irgendwo gefunden habe. Ich schneid's einfach rein, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Also, wir sehen uns gleich wieder. So. Da. Wow. Sieht irgendwie auch so offensichtlich aus, ne? Na gut. Haben wir es doch hier recht, schnell. Aber ich mach mal doch lieber so. Manche Octarianer können ebenfalls eine humanoide Form annehmen. Sie sind sehr beweglich und außergewöhnlich aggressiv. Höherrangige Individuen tragen Algen auf dem Kopf. Aber wie denken sie? Oder wie denken sie überhaupt? Ja, das ist eine ganz andere Spezies, die halt andersweitig denkt. Oder wenn die überhaupt denken, wie hier erwähnt. Höherrangige Individuen. Ja, also die mit Algen sind, ja, ist auch eine Erfahrung, muss man so zu sagen. Die sind nochmal ein bisschen krasser unterwegs. Na gut, aber ich werde es jetzt doch so machen, dass wir jetzt noch den Boss besiegen. Auch wenn ich zwar wahrscheinlich so einen kurzen Cut getätigt habe, weil ich aus Versehen die Aufnahme gestoppt habe, obwohl ich die eigentlich pausieren wollte kurz, weil OBS diese Funktion ja mittlerweile hat zum Glück. Egal, passt schon. Dann machen wir noch den Boss. Auftritt des Octo-Kickers. Und wieder diese Geräusche. Ja, betrachten wir kurz mal den Background. Interessant. So. Wie das aussieht jetzt. Na gut. Der Octo-Kicker. Diese Beine einfach so da. Na gut, dann besiegen wir ihn mal. Dieses Roboterwesen, irgendwas mäßige da.
muss ich mich diese. Ja, wie soll ich das erklären? Diese Noppel oder so treffen. Um den kurz mal zu damagen, um dann auf das Haupt zu treffen. Und ja, der dann auch seine Phasen. Hat sich kurz mal hier größer gemacht dafür. Jedoch müssen wir dann dafür etwas mehr treffen. So, den haben wir. Das nächste. Ich glaube, der kann sogar auch mehrere verschießen. Aber ich glaube, das ist erst in der letzten Phase so, glaube ich. Jetzt weiß ich auch, wieso ich auch... Das wollte ich auch schon beim letzten Part erwähnen. Jetzt weiß ich auch... Nein, ich habe es nicht rechtzeitig mehr geschafft. Oh mein Gott. Ja, okay, das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Wie gesagt, das wollte ich schon beim letzten Mal irgendwie ja schon mal erwähnen. Jetzt weiß ich auch, wieso ich damals auch den Story-Modus auch ohne Motion Control gespielt habe. Weil sich das beim Gamepad ein bisschen anders anfühlt als beim, naja, als bei einem normalen Controller. Aber egal, passt schon. Es fühlt sich ja jetzt nicht so befremdlich an oder so. So, Checkpoint. Nicht letzter Checkpoint, das müsste doch jetzt die letzte Phase so sein. Oh, genau das meine ich. Der kann nämlich auch mehrere Kugeln davon verschießen. Aber macht einfach eine große und spaltet diese dann auf. So, oh. Oder. So. Ja, okay, haben wir. So, jetzt aber. Ich hab's ja vorhin noch ein bisschen verkackt. Das müsste jetzt die letzte Phase gewesen sein. Okay, das war die letzte Phase. Let's go! Und den haben wir auch mit Bravour. Soweit überwältigt. Ja, hier haben wir nochmal die Schriftrolle nochmal. Aber das ist jetzt, das sind ja eher nur so Zusatzdinger hier. Aber passt. So, dann haben wir den. Ist jetzt wahrscheinlich jetzt ein etwas längerer Part geworden. Vielleicht so knapp eine halbe Stunde. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Ah, kleine Cutscene. Kuttelfisch. Da stimmt doch wieder was mit den Funkverbindungen nicht. Nun ja. Wen kümmert's? Nummer 3. Exzellente Arbeit. Weiter so. Wer da wohl zu uns gesprochen hat? Wer hat das System gehackt, dass er mit uns kommunizieren konnte? Das wissen wir noch nicht. Naja, man braucht da jetzt eigentlich mittlerweile kein Kabel, das mehr darum zu machen, aber ja, den werden wir ja dann als allerletztes bekämpfen. Na nee, gut, haben wir ja hier nochmal sowas Zusatz nochmal freigeschaltet. Das müsste sogar diesmal diese Sniper sein, glaube ich. Weil das ist die ganz normale Heldenwaffe und das ist dann dieser Sniper hier. Na gut. Haben wir auch diesen Boss soweit. Und natürlich auch den weiteren Bereich freigeschaltet. Da würde ich sagen, hier im nächsten Part geht's dann mit dieser Zone weiter. Deswegen würde ich sagen, hoffentlich hat es euch gefallen. Auch wenn es diesmal etwas länger war als der letzte Part. Aber naja, sollte trotzdem passen. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Wenn ihr nicht so passen wollt, auch ein Abo. Auch die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao Leute, macht's gut.